Anders als alle anderen Völker sind die Trojaner nicht besonders interessiert an Alkohol, sondern ziehen es vor, Sonnenblumenöl als Opfergabe zu nutzen. Da wir uns nun der Trojaner-Kampagne widmen, wird es Zeit herauszufinden, wie sich die Ölproduktion optimieren lässt. Wie wir bereits bei den Wikingern festgestellt haben, sind die Verhältnisse nicht immer intuitiv. Der erste Schritt ist der Anbau von Sonnenblumen und die verhalten sich in Sachen Wachstum ähnlich wie Getreide, brauchen aber mehr Platz. Der Arbeitsbereich ist dementsprechend angepasst, aber solange kein Rückstau entsteht, sind die beiden grünen Ringe völlig ausreichend. Sonnenblumen können nicht auf Stamm angebaut werden, es gibt also leider keine versteckte Interaktion zwischen dem Abkürzungszauber der Trojaner und ihrer Mana-Produktion. Der Standardarbeitsbereich liegt aber ziemlich ungünstig, da er in der Mitte des Gebäudes liegt, sich die Tür der Farm aber links befindet. Die besten Ergebnisse erzielte ich, indem ich den Arbeitsbereich so platzierte, dass der innere grüne Ring an die Tür grenzt. In diesem Fall produziert eine Sonnenblumenfarm unter idealen Bedingungen 1,6 Sonnenblumen pro Minute. Aber wir opfern ja nicht die Sonnenblumen, sondern das Öl aus ihren Kernen. Im nächsten Schritt müssen wir also die Produktivität der Ölpresse ermitteln, was aber vergleichsweise einfach ist. Mit einem Output von 3,5 kann eine Ölpresse locker die Produktion von 2 Sonnenblumenfarmen verarbeiten. Die Ölpresse übertrifft damit sowohl die Tequila-Distille als auch die Honigwinzerei und ich wäre versucht zu sagen, dass die Trojaner den effizientesten zweiten Schritt in ihrer Mana-Produktion haben. Das kann ich auch nur deshalb nicht, weil sich die Römer diesen Zwischenschritt komplett schenken. Kommen wir also zum kleinen Tempel. Der kleine Tempel der Trojaner hat eine sehr kurze Arbeitsanimation und dadurch produziert er etwa 4,13 Mana pro Minute. Dies wurde bisher nur von seinem Gegenstück bei den Mayas mit 4,49 Mana pro Minute überboten und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass der kleine Tempel der Römer das überbieten wird, da seine Animation länger ist. Letztendlich brauchen wir also 2,5 Sonnenblumenfarmen und 1,15 Ölpressen, damit ein trojanischer kleiner Tempel ideal arbeiten kann. Ah!